Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Ja, heute packe ich zwei kleine Sachen aus, die mir zwei User geschickt haben. Einmal habe ich diesen Brief bekommen von der lieben Miss Takula. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Also ich sage mal, liebe Missy. Und hier habe ich ein Päckchen von dem Ghetto-Agent, den lieben Arno, bekommen. Die Missy, die macht Unboxings zu Anime, Manga, Updates-Videos, Kaukau-Kartenvorstellung, Figurenvorstellungen sind Unboxings, also von Anime-Figuren, von Filmen, Collection-Videos, von Spielen, Unboxings. Ach, sie macht eine ganze Menge und ich finde diesen Kanal richtig toll, kann ich euch nur empfehlen, ist eine ganz liebe. Und der liebe Arno, der macht leider nichts auf YouTube, aber ist ein sehr treuer Abonnent. Also ich glaube, du bist schon Ewigkeiten Abonnent von mir. Ich kann die Jahreszahl nicht mehr sagen, aber ich bin ja nächstes Jahr im März schon 6 Jahre auf YouTube. Und du bist bestimmt schon 4 Jahre dabei. Ich meine schon. Auf jeden Fall, er hat gemeint, er hätte ein Xbox 360-Spiel noch, was er nicht mehr braucht. Und wenn ich es noch nicht hätte, kann es gerne haben. Und habe so, ja, gibt's mir. Ich habe zwar für die PS3, aber für die Xbox 360 schon nicht. Und nehme es gerne an. Ich musste nur die Hülle austauschen. Gentlemanweise lassen wir als erstes die Frau den Vorzug, würde ich sagen. Arno, also ich hoffe, du bist mir nicht böse. Aber Grüße an dieser Stelle an euch beide und ich werde auch beide Kanäle verlinken. Vielleicht habt ihr ja mal Lust drauf, vorbeizuschauen. Und beim Arno gibt es dann, glaube ich, eher nicht so viel zu sehen. Ich meine, du hättest nichts mehr online. Aber bei der Missy, ich werde euch trotzdem mal beides verlinken und die Missy auf jeden Fall mal vorbeischauen. So, du hast mir einen schönen Umschlag gemacht. Ich habe das hier alles schon mal geöffnet. Nicht, dass ihr denkt, ich habe nur mal reingeblinzt, aber habe noch nichts geguckt. Und ich sehe hier ein paar Anime-Aufkleber, ein Herzchen. Das müsste Chaika-Prinzessin sein. Das ist Deadman Wonderland. Das ist mein Name, habe ich ein bisschen die Adresse weggemacht. Eine Erdbeere und so zwei kleine Figürchen, die mir jetzt gerade nichts sagen. Aber wenn du die selbst gemacht hast, Respekt. So, gucken wir mal. Haben wir einen Brief. Und da ist da, ach, da sind noch mehr Sachen drin. So. Okay. Ich würde sagen, erstmal den Brief, den kann ich bestimmt vorlesen. Hey Totti, entschuldige, dass es so lange gedauert hat. Hatte viel zu tun. Aber das kennst du ja schon von mir. Immer viel zu tun. Ich hoffe, die Karten sind gut bei dir angekommen und gefallen dir auch. Dann hat sie ein Smiley gemacht. Ich freue mich immer wieder über deine Kommentare von dir. Liebe Grüße, Missy. Und dann noch ein kleines Herzchen. Ja. Und ein Didel-Blättchen. Ja, das ist, wie gesagt, ein guter Kanal, da kommentiere ich sehr viel, also eigentlich jedes Video, glaube ich sogar. Und hat leider wie viele Kanäle, die mit Anime und Manga und allgemein mit in diesem Genrebereich sind, nicht viele Abonnenten, was ich schade finde. Deswegen geht mal drauf und abonniert sie. Aber nicht nur abonnieren, auch kommentieren und Feedback geben, weil das motiviert die Leute. Das kann ich schon mal wieder sagen. Und dann hat sie mir ganz viele Postkarten geschickt. Ich dachte eigentlich nur von einer Serie, aber waren wohl doch mehr. Und ich glaube, die meisten habe ich aber schon. Egal, jetzt habe ich sie doppelt. Einmal von Planet. Dann von Sonico. Ihr wisst ja, ich finde die Dame hübsch. Auch natürlich muss man sagen, wird sie sehr als Objekt dargestellt. Aber das kommt ja eh aus Japan so. Aber sie ist eine ganz liebe, also man sollte nicht nur ihre Rundungen in Betracht ziehen. Ich dachte am Anfang auch, ach, die ist nur tollpatschig und hat einen großen Obervorbau bekommen. Wenn man die Serie guckt, merkt man, dass das auch eine sehr liebe Figur ist, also ein Charakter, der allen hilft und das fand ich sehr sympathisch. Aber das ist echt ein schönes Motiv. Und ja, es kommen ja ganz viele Figuren davon raus. Davon hat sie auch ein Unboxing wieder gemacht von einer Figur. Die fand ich auch richtig gut, muss ich sagen. Das habe ich auch geteilt, das Video. Ja. Jetzt würden sich alle männlichen Zuschauer natürlich freuen. Die, ich glaube, habe ich die auch? Ich weiß es gar nicht mehr. An die kann ich mich erinnern. Ich verschicke die ja nicht. Finde die zu schön, um zu verschicken. Und dann hier. Da waren aber noch zwei kleine Sachen bei, so ein Notizzettel und ein Lesezeichen ist das einfach, Neo Tokyo, dass es die noch gibt. Die gab es schon, wo ich damals noch VHS-Animes gesammelt habe. Wann war das? 96 gab es die auch schon. Ich glaube, die waren auch mal zu und haben wieder aufgemacht. Okay, aber auch Dankeschön dafür. So, und jetzt kommen wir zu dem Päckchen von dem lieben Aaron.
Arno, wie komme ich auf Aaron? Arno, Entschuldigung. Und ja, gucken wir mal rein, ob da auch ein Brief bei ist. Leider nicht, aber ist nicht schlimm. Und er hat mir für die Xbox 360 Crysis 2 geschickt. Ja, er braucht es nicht mehr. Ich weiß nicht, warum, dann habe ich vergessen, glaube ich, hast du mir das überhaupt gesagt. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ich bin gerade wieder ein bisschen verpeilt, aber er meint auf jeden Fall, ob ich das schon hätte. Wenn nicht, könnt ihr es haben. Er wird es mir zuschicken und ja, jetzt habe ich es. Ich habe es ja für die PS3. Ich habe es nicht durchgespielt, meine ich noch. Also ich habe es bis zu einer gewissen Stelle gespielt. Optisch war das Spiel eine Granate, aber dann hat mir irgendwann der Anreiz, es weiterzuspielen. Keine Ahnung, warum ich es nicht weitergespielt habe. Teil 3 habe ich ja auch für die PS3. Der soll besser sein. Den habe ich aber auch noch nicht gespielt, wirklich. Nur ein bisschen angespielt. Sollte mich mal damit mehr zu beschäftigen. Naja, das Spiel geht zu einem Spieler, braucht 2 MB, 720p bis 1080p oder 1080i, Doppel-Digital-Unterstützung, 3D-Unterstützung, Multiplayer 2 bis 12 Spielern. Der hat mir nicht so gefallen, der Multiplayer, muss ich sagen. 500 Speicherplatz erfordert, also KB forderlich für zum Speichern, Herunterladen von Spielinhalten, Benutzerlisten, Chatfunktion. Jetzt gucken wir mal rein. Der meint, es ist ja nur die Hülle, muss ich austauschen. Bis jetzt sieht das gut aus. Okay, hier sind ein paar Fingerabdrücke drauf, aber die sind leicht zu entfernen. Du weißt ja, ich will alles immer im galvatronischen Zustand. Und ich finde es krass, dass hier noch eine Anleitung von EA dabei war. Also die haben ja, ich glaube, Teil 3 hatte nur ein Blättchen. Werbung vom Fight Night Champion und dann die Anleitung. Und ziemlich dick. Ja, das Spiel wurde ja von Crytek entwickelt. Und die sind ja ein bisschen pleite gegangen. Haben dann wieder eine Geldspritze bekommen. Von, weiß gar nicht von wem. War das nicht auch von EA? Nee, keine Ahnung mehr. Ja, und dann hast du ja noch sogar den Aufkleber der Packung reingelegt. Also das heißt, Fingerabdrücke weg, neue Hülle, neues Spiel für die Xbox 360-Sammlung. Ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich an euch beiden. Auch wenn der Ghetto-Agent, der Arno, jetzt nichts hat. Ich kann mich nicht erinnern, ob du jetzt Unboxing gemacht hast. Das ist schon zu lange her, wo ich auf deinem Kanal war. Verlinke ihn trotzdem mal, geht mal drauf. Und die Missy, wie gesagt, da solltet ihr auf jeden Fall mal drauf gehen. Sie macht viele Videos, hat viel mehr Abonnenten verdient, ist eine ganz liebe, macht auch Cosplay-Videos, geht auf Veranstaltungen, macht Cosplay-Videos. Ja, kann ich nicht empfehlen. Ich bedanke mich bei euch natürlich fürs Zuschauen, dass ihr euch Zeit genommen habt für mein Video. Würde mich über eure Kommentare und Bewertungen sehr freuen. Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch beiden für die Sachen und kann nur Danke sagen. Und Brief kriegt wieder einen Ehrenplatz in meiner Mappe. Die Karten muss ich gucken, was ich hin tue. Aber ich kann ja jetzt welche aufhängen in so einen Bilderrahmen oder so. Ich lasse mir da was einfallen. Und danke nochmal dafür, auch an das, für das Spiel. Und ich sage jetzt auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.